Die Kommunen sind zum Beispiel jetzt inzwischen alle verpflichtet, einen eigenen Leiterbeauftragten zu benennen. Der Leiterbeauftragte muss kontrollieren, ob die Leitern, die sich im Besitz der Kommune befinden, auch in einem ordnungsgemäßen Zustand sind. Die Fähigkeiten, die der Leiterbeauftragte braucht, die erwirbt er bei eigenen Kursen, die angelegt sind. Das kostet so zwischen 500 und 800 Euro, um daran teilzunehmen. Und dann kommen natürlich die regelmäßigen Kosten für die Überprüfung der kommunalen Leitern noch hinzu.